Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute beschäftige ich mich mal wieder mit dem Thema Ergonomie. Und dazu habe ich mir ein paar Fußrasten bestellt. Und zwar von Hornig, und zwar ein paar verstellbare. So, und jetzt schauen wir mal, was ist inside the box. Okay, wir gucken mal. Aha, okay. Ein paar Aufkleber, Reklame, noch mehr Reklame. Ah ja, jetzt kommt das Zeug der Begierde. Und zwar einmal Fahrergelenkfußraste. Rechts, links. Okay, sehr schön. Die Fußrasten in Race-Ausführung, schwarz, man sieht's. Und einmal die, wie nennen die sich? Ah, der Versatz. 23 mm. Gut, okay. Warum habe ich mir das Ganze geholt? Naja, weil der Kniewinkel dann doch auf Dauer, wenn man mehr wie eine Stunde fährt, ja, sehr spitz ist und ja, mir zwicken halt die Knie. Deswegen habe ich mir diese neuen Fußrasten geholt. Gut, ich hatte mal eine höhere Sitzbank ausprobiert. Dazu gibt es auch noch ein Thema. Aber das war mir irgendwie zu hoch. Der Kniewinkel war toll. Das fand ich sehr angenehm. Aber das Fahrverhalten von dem Motorrad hat sich verändert. Das fand ich dann nicht mehr so spannend und habe mir gedacht, okay, wenn die Sitzbank zu hoch ist, dann müssen die Füße eben runter. Naja, und das Ganze werde ich gleich anbauen. Ich nehme euch mit. Seid gespannt. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann am Ende auch noch fährt und wie sich das anfühlt. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verkauft. Aber ich denke mal, nee, wird schon passen. Wenn ihr Erfahrungen mit irgendwelchen anderen Fußrasten habt, lasst es mich ruhig in den Kommentaren wissen. Ja, auf geht's, ab in die Werkstatt. Diese Teile hier machen doch alle einen sehr hochwertigen Eindruck. Kann man nicht anders sagen. Gut, okay, jetzt wird das Ganze erstmal zusammengebaut und dann geht's weiter am Moped. So sieht das Ganze jetzt vormontiert aus. Ja, und dann werden wir das jetzt ans Motorrad schrauben. Das scheint nicht wirklich kompliziert zu sein. Jetzt werden wir erst einmal die rechte Fußraste entfernen. Und dazu muss, da wo ich mit dem Schraubenzieher hin zeige, da ist so ein Sicherungsring, nennt sich auch Wanze, der muss entfernt werden. Das machen wir jetzt mal. So. So sieht dieses ganze Bauteil aus, was ihr entfernen müsst. Passt auf, dass er das nicht verloren geht, denn der ist wichtig, denn der sichert diesen Bolzen hier, wo ich mit dem Schraubenzieher hin zeige, ja, vor dem versehentlichen Rausfallen. Ja, so, der Bolzen wird jetzt nach oben rausgedrückt. Das machen wir jetzt mal eben. Ja, mal eben ist gut. Das braucht ein bisschen Kraft. Dann kann man ihn hier oben, Moment, so, der Bolzen wird jetzt hier oben nach oben rausgehebelt. Fußrast ein bisschen hin und her bewegen und dann kommt der Bolzen raus. So. Wie gesagt, die Fußraste immer ein bisschen hin und her bewegen. Und irgendwann ist der Bolzen dann auch draußen. So, damit ist der Bolzen draußen und ihr seht, ich habe die alte Fußraste in der Hand. Jetzt gibt es noch was zu beachten, und zwar dieser Federring hier. Ja, ihr seht, diese Nase hier muss in dem Loch sein. So, ihr müsst also erst die Fußraste mit dem Halter montieren, dann den Bolzen leicht einführen, dass die Fußraste fixiert ist und dann hoffen, dass ihr die Feder weit genug reingedrückt bekommt, um den Bolzen durchzutreiben. Und wie ihr seht, das ist echt schon eine richtige Herausforderung.
Ja, ich muss mir da irgendwas einfallen lassen, denn ganz so einfach ist es nicht. Vielleicht gibt es einen Trick, den ich nicht kenne, aber so sieht das aus, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Und ja, so, dann wollen wir nochmal versuchen, die Feder mit ein bisschen Kraft hier reinzudrücken. Beziehungsweise ich muss den Bolzen wieder ein Stückchen rausziehen. Ich habe aber auch nichts, wo ich hebeln kann, um die Feder so weit reinzudrücken, dass ich den Bolzen durchtreiben kann. Das Ganze muss natürlich sehr stramm sitzen, das ist klar. Aber das kostet jetzt ein bisschen Kraft und Geduld. Und wenn ich fertig bin, zeige ich euch dann, wie ich es gemacht habe. Eine Ewigkeit später. So, eine Ewigkeit später ist jetzt das Vario-Gelenk endlich montiert. Also ich kann euch sagen, ihr braucht eine ganze Menge Geduld. Ich habe es am Ende so geschafft, ich habe den Bolzen, der jetzt hier schon drin ist, also das Teil, was hier unten rauskommt, habe ich so weit eingeführt, dass er in dieses Vario-Gelenk hier reingeht. So, inklusive der Feder. Dann habe ich einen Schraubenzieher, ein Schraubenzieher so eingeführt, habe also das Gelenk hochgedrückt und habe den Schraubenzieher so eingeführt, habe dann das Gelenk komplett hochgedrückt und habe dann von innen gegen die Feder gedrückt, damit ich den Bolzen durch die Feder durchbekomme. Das ist viel Geduldsarbeit und ich hoffe, die zweite Seite geht schneller. Also das war schon echt ein Kunststück für sich, ja, die Fußraster so zu montieren. Gut. Jetzt werde ich mich mit der anderen Seite beschäftigen und das nächste Mal sehen wir uns, wenn ich die zweite Fußraste auch endlich montiert habe. Sieht aber doch schon mal so, sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich werde jetzt ungefähr diese Position hier wählen, also leicht nach vorne geneigt. Und dann schauen wir mal, die Fußraste kommt dann in etwa 20 mm weiter raus. Ich weiß nicht, ob das mit Fuß und Bremshebel hier, ob das alles so noch optimal funktioniert, ja, ob mein Fuß dann da nicht vielleicht schon zu tief ist. Dann werde ich hier noch so ein paar Kammspuren von meinem Gummihammer entfernen. Den solltet ihr übrigens haben, um den Bolzen da reinzukriegen. So, jetzt werde ich den Sicherungsring hier unten wieder montieren und dann werde ich mich mit der zweiten Seite beschäftigen. Und wenn ich das dann geschafft habe, ja, das nächste Mal sehen wir uns dann, wenn beides montiert ist. Und dann sehen wir uns danach nochmal, und zwar auf dem Motorrad, und ich sage euch, wie sich das anfühlt. Okay. So, und in dieser Position habe ich jetzt die Fußrasten montiert. Und so gefällt mir das mittlerweile schon ganz gut. Und ich glaube, so werde ich jetzt erst auch mal die Probefahrt machen. Puh, was für ein Umbau. Hätte ich mit der linken Seite angefangen, wäre ich wahrscheinlich viel optimistischer an die andere Seite gegangen. Gut, die rechte Seite ist etwas komplizierter. Das habe ich euch ja eben gezeigt. Die linke Seite geht relativ easy. Es ist wirklich, die linke Seite lässt sich wirklich ganz einfach montieren. Was habe ich an Werkzeug benötigt? Ich habe tatsächlich, in der Tat, ich habe einen normalen Flachschraubenzieher gebraucht, mittlerer Größe, einen ganz großen Schraubenzieher und einen kleinen Schraubenzieher. Und nicht zu guter Letzt meinen Meinungsverstärker, einen Gummihammer. Den braucht man, um den Bolzen einzutreiben. Ja, und was braucht ihr noch? Ihr braucht noch einen T-Schlüssel oder eine Ratsche mit einem 6er Imbus. Das war es eigentlich auch schon, was ihr braucht. Ja, und wie sich das Ganze dann auf dem Motorrad macht, das sehen wir dann gleich. Okay, wir sehen uns dann gleich auf dem Motorrad. Ach so, eins kann ich jetzt schon sagen, also beim Probesitzen. Dadurch, dass diese Fußrasten ja etwas weiter rausstehen und jetzt auch was tiefer sind, passt das natürlich nicht mehr ganz von der Höhe zum Bremspedal, geschweige denn zum Schaltarm. Die müssen jetzt noch ein bisschen nachkorrigiert werden, so 20 mm nach unten. Was aber doch echt etwas störend ist, das sind die kleinen, diese Vario-Gelenke, die stehen etwas weiter raus. Ich blende das mal gerade eben ein, was ich meine. Ja, die stören auf die Innenseite der Schuhe. Das ist schon etwas nervig.
Was ich aber sofort merke, der Kniewinkel wird etwas flacher, ist nicht mehr ganz so spitz. Ich denke mal, das kommt mir als Probenfahren sehr entgegen. Aber das werden wir noch hier bei der Probenfahrt sehen. Ich würde sagen, wir blenden jetzt mal rüber auf die Probefahrt. So, und da sind wir auch schon auf dem Moped. Und ich habe schon ein paar Meter gefahren. Und ja, was gibt es großartig zu sagen? Also erstmal ist es etwas ungewohnt. Die Füße stehen etwas weiter auseinander wie vorher. Was aber jetzt kein wirklich großes Problem ist. Was ich merke, der Kniewinkel, wie schon eingangs gesagt, ist nicht mehr ganz so spitz. Fühlt sich jetzt richtig angenehm an. Ein bisschen störend sind diese Vario-Gelenke, weil sie bauen doch ein bisschen auf und man stößt mit dem Fuß dagegen. Man kann sich daran gewöhnen und ja, ansonsten fühlt sich das Ganze doch recht entspannt und gut an. Eigentlich das, was ich mir erhofft habe. Die Griffigkeit der Fußrasten selber, das geht okay. Ich weiß nicht, wie es im Nassen ist. Ich könnte vorstellen, im Nassen könnten sie etwas rutschig werden. Aber fühlt sich ganz gut an. Und Vibrationen, muss ich sagen, habe ich auch nicht wirklich mehr wie vor mit den gummierten Fußrasten. Ja, den Anbau habt ihr gesehen. Es war doch wesentlich mehr Aufwand, diese Fußrasten unter das Moped zu bringen. Ja. Da bleibt mir nur zu sagen, der Umbau hat sich gelohnt. Und ach ja, bevor ich es vergesse, das Ganze ist mit ABE. Wie gesagt, die Fußrasten sind nicht von Hornix selber, sondern von MFW. Und das Ganze besitzt eine ABE. Die könnt ihr euch bei MFW auf der Seite für das jeweilige Moped runterladen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye und ciao.